Und damit willkommen zu einer weiteren Demo während dieser Steam-Aktion. Ugly heißt es. Ich glaube, das Spiel ist nur auf Englisch vorerst. Ja, also ich habe Katala, Englisch, Französisch und Spanisch. Ja, da kommen wir mit Englisch am besten voran. Hä, wie mit 0 zurück? Mit O. Und Controls anscheinend... Hä? Controller? Es hat nicht reagiert. Gucken wir mal. Ja, jetzt reagiert es. Ja gut, weil ich sah nämlich nach einem Spiel aus, was eher für Controller geeignet ist, ne? Dann spielen wir. New Game. Er hat ein paar Flaschen gesoffen. Wir können auf jeden Fall so hüpfen. Boah! Ist ja wie so ein Spiel, ne? Passt zum Intro. Ah, man kann dann tauschen. Und dann ist man in der Spiegelwelt. Kann ich noch irgendwas? Okay, da kann ich jederzeit tauschen. Ah, ich kann wirklich jederzeit tauschen. Aha. Und was macht B? B sorgt dafür, dass ich das mir nehme. Ich kann das dann jederzeit platzieren? Also ich mag das Spielprinzip definitiv. Die Idee dahinter, das ist ja voll cool. Und dann natürlich so, damit ich im Endeffekt hier lang kann. Ein bisschen komisch. Weil es ist von dem hier abhängig. Dann kann ich es so machen, dann kann ich es... Was zur Hölle? Oh, das ist ja... Das... Ich finde gerade keine Worte dafür. Ich finde das so genial. So, wieder herholen, dann hier und dann so. Und dann bin ich auf der Seite. Weiß jetzt schon. Am besten mache ich das denn hier hin. Und dann passiert hier irgendwas, ja? Kann das sein, dass das irgendwie so Erinnerungen waren? Das Spiel heißt ja nicht umsonst Ugly. Ich gehe ganz stark davon aus, dass er irgendwie gehänselt worden ist. Damit sie mich dann halt auch zu kämpfen hat, ne? Aber ich mag dieses Prinzip, dass man halt diese Art Spiegel hat. Und dann halt wirklich so spiegelverkehrt unterwegs ist. Und dann aber auch zu diesen hinlaufen kann. Und ich kann trinken. Warum sollte ich trinken? Jetzt ist der Schlüssel ja wieder dort oben. Ihr seid ja witzig.
Warum soll ich das... Müsste ich ja wieder trinken, damit ich da oben hinkomme. Fakt ist, ich darf nicht runterfallen. Unten ist eine Sackgasse. Warum musste das denn kaputt gehen? Ja klar, ich kann hier... Ah, warte mal. Ich weiß, wie ich es mache. Hierhin, dann habe ich mehr Spielraum. Kann dann so wechseln und dann wieder so. Weil es ist ja das Spiegelbild und das kann natürlich dann da drunter fallen. Raffiniert. Soll ich das nochmal machen? Ich weiß nicht, ob das irgendwie gut ist. Ja gut, ja, ankommen wir noch eigentlich nur dasselbe wieder, ne? Ist auf jeden Fall nicht schön, was er erlebt hat. Definitiv nicht. Nee, warte mal. Nein, nach unten. Genau. Damit ich hier hochkomme. Ey, ich finde das so cool. Klar, es gibt immer noch so Hinweise, was ja auch nicht verkehrt ist. Aber wenn man sich dann eben daran gewöhnt hat, ne? Und auch, also in dem Sinne dran gewöhnt, dran denkt, dass es eben diese Möglichkeiten gibt. Weil da musst du ja um Ecken denken. Ist das richtig, richtig cool. Ich weiß noch nicht, warum die da wackelt. Die Statue. Okay. Wir haben hier verschiedene Bereiche. Da oben ist ein Schlüssel. Nee, machen wir es mal so. Nee, warte mal. Das kriegen wir hin. Komm auf jeden Fall dann hier hin. Aber ich würde mal gerne noch gucken, ob dieser Schmetterling irgendeine Bedeutung hat. Bestimmt, ne? Wir haben auf jeden Fall den Schlüssel. Und jetzt ist er wieder da. Okay. Der hat jetzt, glaube ich, keine nähere Bedeutung. Es gibt keine Errungenschaft und ja. Ich weiß auch gar nicht, ob für die Demo Errungenschaften überhaupt zugänglich sind. Oh, das ist ja süß. Dass man da so vorbeilaufen kann. Gibt's hier noch irgendwas? Okay. Hätte ja sein können, ne? Man muss es ja mal ausprobiert haben. Ich weiß auch nicht, ob der... Dafür irgendwie... Upsa. Dass da irgendwie jetzt... Also der Schlüssel, den ich habe für die große Tür ist. Hätte ich den nämlich sehr schnell gefunden. Weiß auch nicht so recht. Und da jetzt wieder jemand abgebildet ist. Auf jeden Fall auch hier hin. Sind die Sachen kaputt gegangen? Vogel? Ne, da ist der Schlüssel für bestimmt, ha? Gucken mal. Ich weiß ja auch gar nicht, was so wirklich das Ziel von dem Spiel ist, ne? Es hat jedenfalls diese Handhabung, diese Optik. Ich auch nicht weiter. Ich denke.
Ah, warte mal. Nee, 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 nee. Ich dachte erst so dieses nach oben unten, aber es ist so gedacht. Obwohl, warte mal. Ich glaube. Oh, watch. Erstmal so und dann muss das in der Mitte bleiben. Genau, damit ich nämlich da hinkomme. Hier muss ich hin. Okay. Dann hier hin und hier. Da oben ist ein Schlüssel. Also ich gehe stark davon aus, dass das unser Vater ist und unsere Mutter. Und, kann ich hier drauf? Nee, ich dachte schon. Und, dass halt, ja. Was soll ich sagen? Dass unser Vater halt uns hässlich fand und unsere Mutter natürlich nicht. Aber ja, haben wir hier vielleicht mal gewohnt? So niedlich, wie dann so bestimmte Sachen dann einfach da rumdingst. Und diese Schmetterlinge, die haben da auch irgendeine Bedeutung. Und irgendwie muss ich auch noch da hochkommen, ne, auf der anderen Seite. Es wirkt zumindest so. Jetzt könnte ich da hoch. Bestimmt. Wunderbar. Tja. Bestimmt so, ne? Genau. Aber was habe ich denn hier? Das ist es halt. Ich habe hier nur so eine versperrte Tür und sonst nichts. Ein Geheimnis oder vielleicht sowas in der Art. Der Schmetterling zeigt uns jetzt auch den Weg eher hier hin. Was passiert hier? Was zur Hölle? Also, es war jetzt eine kurze Demo, was ganz gut gepasst hat, weil ich muss gleich den Kleinen von der Kita abholen. Aber das war ja mal ein richtig guter erster Eindruck. Sehr interessant, sehr tief von der Grundstory her wahrscheinlich. Das Handling, ich finde das genial, dieses Rätsel, 2D-Plattform mit ja, so ein paar schon in Richtung gruseligen Passagen vielleicht auch, weil dieses Dings da, keine Ahnung, ob das auch ein Bossfight wird, ob das Spiel sowas auch beinhaltet, aber allein auch diese Rätselpartien und so. Ey, das finde ich richtig gut. Das bleibt auf jeden Fall bei mir auf der Wunschliste. Naja, okay. Ja, also ich bin ein bisschen geflasht von dem Spiel. Mir fehlen da so ein bisschen die Worte. Und ja, ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und ja, ich würde die Demo hier beenden und es folgen bestimmt noch ein paar weitere. Mal gucken, ne? Bis dann, dann tschüss, eure Tai.